Musikherbst hier im Tirol am Wilden Kaiser und ja, Fantasy, Sie haben natürlich auch eingeheizt, obwohl es draußen ja grau in grau ist. Ihr habt natürlich nochmal hier Wärme reingebracht ins Zelt. Hallo erstmal. Ja, hallo. Ich bin der Martin, das ist der Freddy, wir sind Fantasy. Ja, das wissen wir doch. Hallo. Genau. Ja, wir haben natürlich eingeheizt, weil wir freuen uns natürlich nach so einer langen Zeit, wo wir nicht die Möglichkeit hatten, mit unseren Freunden gerade hier in Österreich mal wieder so richtig so einen Abend so schön musikalisch zu verbringen. Und es ging runter wie Öl. Es waren wieder die bekannten Gesichter in den ersten Reihen. Es hat wieder Spaß gemacht und wir sind dankbar dafür. Und deswegen Dankeschön für den schönen Abend. Bevor wir jetzt gleich dann auf eure neuen Projekte kommen, darf man Martin, glaube ich, erstmal noch zur Hochzeit gratulieren. Das war ja auch im August. Ja, ja. Deswegen ganz lieben Dank von Schlagergeflüster für die Glückwünsche. Und wir sind glücklich und wir hoffen, dass es alles gut wird. Sehr schön. Gut, dann kommen wir mal zu euren neuen Musikprojekten. Was steht da an? Was gibt es für brennend heiße Tonträger? Brennend heiße Tonträger gibt es noch nicht, wird es aber geben. Wir waren ja jetzt die ganze Zeit nicht untätig, sondern waren fleißig im Studio und haben an unserem neuen Album gebastelt und haben uns da wahnsinnig viel Zeit für gelassen und ein bisschen rumexperimentiert und sind wieder so ein bisschen back to the roots gekommen, so in die Zeit, wo wir angefangen haben. Wir schreiben wieder viel selber, wir haben die Arrangements wieder so gemacht, wie sie früher von uns so bekannt waren und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Album heißt Mitten im Feuer und es kommt nächstes Jahr am 13. Januar. 13. Januar, also habt ihr noch ein bisschen Zeit, das Ganze vorzubereiten. Die Weihnachtszeit nehmt ihr da jetzt gar nicht wirklich mit, oder? Also an die Weihnachtszeit denken wir noch nicht, weil wir haben jetzt in den nächsten zwei Wochen ganz, ganz viele Termine noch für die Promotion. Wir nehmen für unsere Liebsten noch ganz schöne Videos auf. Wir haben uns bereit erklärt, von den Fanboxen 10.000 Stück handsigniert zu unterschreiben. Das grenzt ja an Wahnsinn eigentlich, ne? Grenzt an Wahnsinn. Ja, genau. In der Tat, ne? Ja, aber ja. Wir haben Fantasie genug, wir kriegen das. Jetzt muss man natürlich sagen, heute Abend war ja auch ein großer, wir kennen ihn alle, Jürgen Drews auf der Bühne. Es war, glaube ich, jetzt eines seiner letzten Konzerte. Ja. Mehr gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, nächste Woche noch einmal. Das gleiche Programm ungefähr hier in Elmau. Also wer noch Interesse hat, kann gerne vielleicht auf die Schnelle noch herkommen. Wie habt ihr es jetzt empfunden, als ihr ihn so gesehen habt, wenn man wirklich so überlegt, jetzt Jürgen Drews auf der Bühne gibt es nicht mehr. Jürgen Drews, eine lebende Legende, verlässt die Bühne. Eine Nervenkrankheit ist es, die Jürgen Drews in diesem Sommer dazu bewogen hatte, seinen Rücktritt anzukündigen, den Rücktritt von der Bühne. Hier am Wilden Kaiser in Elmau beim Musikherbst 2022 genießt er noch einmal die letzten schönen Herbsttage zusammen mit seiner Frau Ramona. Und am 6. Oktober ist es dann tatsächlich soweit. Er betritt zum letzten Mal die Bühne. Hier nochmal ein Smalltalk mit Kollegen. Dann geht es raus auf die Bühne. Emotional wird es, ganz klar. Und seine Fans, die warten auf ihn und lassen ihn nicht gehen, bevor nicht all seine größten Hits erklungen sind. Und ich kann nur eines sagen, irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder. Jürgen, bleib gesund und alles Gute. Es ist schwierig, das ist für mich eigentlich unvorstellbar. Ich meine, solange wie ich Musik mache, kenne ich Jürgen Drews und Martin ja genauso. Ich erinnere mich an eine Zeit, da war ich gerade so 19, 20 und da habe ich das erste Mal einen Auftritt gehabt als Newcomer und Jürgen Drews war der Star des Tages oder des Abends. Und Jürgen Drews kam auf mich zu und meinte, wer bist du? Und ich sage, ja, Freddy, ich kannte ja keinen Mensch. Und da sagte er, du, aus dir wird man ganz großer. Das hat mich eben noch so ein bisschen, ich habe mich eben daran erinnert hinter der Bühne, als dann sein letztes Lied war. Es war alles am besten. Und es, also Martin war auch sehr emotional, hat Tränchen verloren und es ist sehr, sehr emotional. Also wirklich für mich auch gar nicht, also ein Leben ohne Drews ist, glaube ich, also die Bühne ohne Drews kann ich mir einfach nicht vorstellen. Genau. Wie geht's dir oder was hast du empfunden? Naja, man muss sagen, als wir zu unserem ersten Manager kamen, 1997, da war Jürgen Drews auch schon als Künstler bei dem unter Vertrag. Und wir haben ganz viele Jahre zusammen sehr viele Veranstaltungen. Wenn man aus einem Stall kommt, tritt man sehr oft zusammen auf.
Und wir haben ihn viele Jahre begleitet, natürlich den Hero des deutschen Schlagers. Wir haben uns privat getroffen. Ich habe sogar auf Mallorca seine Häuser mit Ramona besuchen dürfen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich, wenn so ein Künstler geht, da muss man ganz ehrlich sagen, man kann sich so die Bühne, so die Musik ohne Jürgen Drews nicht vorstellen. Und da denkt man auch vielleicht, wie wird es sein, wenn wir vielleicht irgendwann mal nicht mehr Musik machen möchten, beziehungsweise uns zur Ruhe setzen möchten. Aber das hat uns schon sehr bewegt. Und beim letzten Song, nächste Woche sind wir auch wieder hier. Das wird der allerletzte Auftritt sein nach gefühlten Ära von Jürgen Drews. Und ich denke, das wird bestimmt emotionaler sein als heute, weil wir wissen, vielleicht überrascht er uns ja. Er hat ja eben, wenn man gut aufgepasst hat, hat ja eben auf der Bühne gesagt, naja, wenn er nochmal auf die Bühne kommen sollte. Also es wäre ja nicht der erste Künstler, der gesagt hat, er hört auf und ist wiedergekommen. Nicht? Man soll sich mal überraschen lassen. Vielleicht passiert ja nochmal sowas dann. Genau, man weiß es ja nie. Aber ich denke mal, seine Lieder bleiben auf alle Fälle unvergessen. Ja. Egal, bei dem Kornfeld, mit dem bin ich aufgewachsen. Ja. Bis hin zu, ich baue dir ein Schloss und so weiter. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf alle Fälle einen schönen Herbst. Danke. Und eine schöne, kann man schon mal auf Weihnachten schon vorblicken. Das geht ja mit großen Schritten vor uns. In den Lebensmittelläden gibt es ja schon allerlei Weihnachtssachen. So ist es. Also Weihnachtsstimmung kommt man da schon. Mag man das dann so zum Weihnachten hin, auch wenn es jetzt schon hier alles voll ist mit Lebkuchen und so? Wir haben uns letzte Woche einen Kürbis geholt, deswegen schöne Halloween erstmal. Und wir treffen uns, Und wir treffen uns kurz vor Weihnachten nochmal. Ist in Ordnung. Alles klar, in diesem Sinne. Alles Gute und bis zur nächsten Ausgabe.